Kida, es tut mir leid, dass ich dich nicht retten konnte. Puh, das ist schon... Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Asia, ich war nicht für diese Welt gemacht. Aber du hast mir so viele wunderbare Dinge geschenkt. Trotz meiner Herkunft. Ich konnte dein Schicksal nicht ändern. Mir ist deine Herkunft egal. Die Zeit, die du mit den Stadtbewohnern verbracht hast, mit den Kindern, was du uns gegeben hast, wird immer bleiben. Darum werden wir dich nie vergessen. Asia. Meine Zeit mit dir war wie ein wahrgewordener Traum. Och Mensch. Danke. Oh. Ich hab's befürchtet, dass es hier drauf hinauslaufen wird. Diese Melancholie sieht dir gar nicht ähnlich. Oh, Aria. Ich möchte dir etwas zeigen, das ich gefunden habe, als ich das Ei des Himmels inspiziert habe. Oh. Hier. Was ist das? Eine Szene aus Tilas Erinnerung. Es ist ein Foto. Moment, du weißt nicht, was das ist, oder? Es ist eine Art hochwertiges Gemälde. Mehr war von den beschädigten Daten nicht übrig. Es war also wichtig. Oh, Tila. Jedenfalls dachte ich, du solltest es haben. Aber ist Aria dann auch eine Waffe? Nee, oder? Die kommt halt nur aus derselben Zeit. Ihr habt uns da draußen sehr geholfen. Jetzt, da die Monster fort sind, muss sich niemand mehr fürchten. Du hast uns auch geholfen. Wenn du das sagst. Ich glaube, ich kann meine Fähigkeiten nutzen, um Menschen zur Abwechslung zu helfen. Du untersuchst die Chronomalie, richtig? Ich möchte helfen, wenn ich darf, vorausgesetzt, ich werde nicht dringend im Waisenhaus gebraucht. Danke fürs Warten. Wie lief es? Gut, ich habe Asia den Gegenstand gegeben. Ich denke, er muss erstmal überlegen, was er als nächstes macht. Wir sollten ihn in Ruhe lassen. Frau Estina, es ist Zeit fürs Lernen. Alle warten schon. Schon gut, ich bin gleich da. Ich muss gehen, ich hoffe, euch beide bald wiederzusehen. Das bedeutet wohl, es wird Zeit, nach Lethe zurückzukehren. Bist du bereit? Käffchen, Aria. Asia, stimmt etwas nicht? Tut mir leid, ich wollte noch eine Sache sagen, bevor ihr geht. Ihr habt beide gesagt, dass sich die Chronomalie nicht nur in Nemea seltsam verhält, richtig? In diesem Fall möchte ich euch helfen. Findest du nicht, dass du etwas übereifrig bist? Es ist okay, wenn mal eine Weile traurig zu sein, weißt du? Als ich mir das Bild ansah, das du mir gegeben hast, wurde mir klar, dass ich nicht einfach herumsitzen kann. Tila hat diese Welt so sehr geliebt, ich muss sie für sie beschützen. Was ich verloren habe, bekomme ich vielleicht nie zurück, aber manche Dinge bleiben mir noch. Nun gut. Was meinst du, Kevin? Natürlich kannst du helfen. Vielen, vielen Dank. Ja gut, dann haben wir... das hier ab. Aber wo war jetzt da eine Fee? Ich habe jetzt hier keine Fee gefunden. Oder gesehen. Oh. Was passiert hier?
Ein Oben. Oh, den kennen wir doch. Hier spricht Geist. Die mobile Bewaffnung im All des Himmels wurde zerstört. Ach, das ist der Geist. Kehre zur Basis zurück. Entsendung des Luftschiffs einleiten. Okay, das ist nicht gut, glaube ich. Was? Nein, ich habe sie nicht zerstört. Offenbar war jemand vor mir hier. Ich hätte nie erwartet, dass ein Abel mir zuvorkommen würde. Aber das erspart mir einige Mühe. Eine solche Waffe hätte nicht zur wahren Welt geführt, die ich anstrebe. Eine autonome Waffe, gesteuert von einer künstlichen Lebensform, wie einem jungen Mädchen nachempfunden ist. Es wird immer deutlicher, dass sie sich um nichts anderes sorgen als sich selbst. Es hilft nicht, darüber zu jammern. Das Schicksal der Kreatur war besiegelt, als sie aus diesem Ei schlüpfte. Okay. Merkwürdig. Das Ei des Himmels, abgeschlossen. Nähe zu Aria. Plus ein Kristall. Belohnung. Kritische Trefferrate plus 1. Füllrate der Bruchanzeige plus 1%. Kritische Trefferrate plus 2. Füllrate der Bruchanzeige. Achso, wurde jetzt auf 2 jeweils. Okay, Spezialtechnik. Arithma Beschleuniger freischalten. Mächtiger Ziegelstift, Zerstörungs- und Weisheitsangriff macht den Gegner zeitweise schwächer. Okay. Spezialtechnik. Der Doppelbruch. Bei einem starken Gegner schaltet die Spezialtechnik des Partners frei. Zum Einsetzen L oder R. Stick drücken. Okay. Erlerne Spezialtechnik durch vertiefte Bindung zu deinen Freunden. Pro Doppelbruch kannst du nur eine Spezialtechnik entfesseln. Okay. Auch gut, würde ich sagen. Schätze ich. So, und jetzt haben wir hier noch eine Quest. Was haben wir denn hier? Gib sie zurück, das ist meine Puppe. Sei nicht so ein Heususe. Ich habe gefragt, ob ich sie mir ausleihen darf. Gib sie zurück! Hey, ihr Frechdachse, was ist hier los? Du hast schon wieder ein Mädchen zum Weinen gebracht. Was hast du dieses Mal angestellt? Ups, Leo. Keine Ahnung, warum sie weint. Ich wollte mir nur ihr Spielzeug ausleihen. Ich habe gefragt. Hat er das? Schnief, das hat er. Aber erst hat er es mir zu. Erst hat er es mir weggenommen. So. Aha, also hat er es dir schon weggenommen, bevor er gefragt hat, ob er es ausleihen darf. Es ist mir erst danach eingefallen. Komm, du weißt, dass sie noch nicht so lange im Waisenhaus ist. Du bist älter, du solltest es besser wissen. Also, als sie so zu handeln. Wenn du dir ihr Spielzeug leihen willst, musst du zuerst fragen, ja? Okay, tut mir leid. Bei mir musst du dich nicht entschuldigen. Tut mir leid, dass ich deine Puppe weggenommen habe. Ist schon gut. Gut, dann sind wir jetzt alle wieder lieb zueinander. Vertragt euch, ja? Na, das ging ja fix. Ah, diese Frechdachse. Sieht aus, als müssten wir nichts eingreifen. Schön, dass sie sich vertragen haben. Ja. Es ist gut zu wissen, dass Leo immer sofort zur Stelle ist, wenn er hört, wie die Kinder sich anstreiten. Ich bin noch neu hier, deshalb habe ich noch viel zu lernen, aber ich muss zugeben, Leo hat mir die Arbeit bisher im Grunde abgenommen. Er ist ein tolles Vorbild für die jungen Kinder. Für sie scheut er keine Mühe. Er ist wie ein großer Bruder für sie. Ja, aber mich beschäftigt seit einiger Zeit etwas. Ich glaube, er schleicht sich nachts aus dem Waisenhaus und verlässt das Meer. Ich habe ihn einmal dabei gesehen, als ich Nachtdienst hatte. Ich habe ihn darauf angesprochen, aber er hatte nur eine schwammige Ausrede parat und als Kleinigkeit abgetan. Das klingt verdächtig. Ich vertraue ihm, aber weißt du,
erst in einem gewissen Alter, in dem man anfängt, sich Sorgen um die Jungs zu machen. Du würdest nicht zufällig herausfinden, was er vorhat, oder? Ich würde selbst nach ihm sehen, aber ich habe zu viel im Waisenhaus zu tun, um ihm nachzugehen. Ja, kann ich machen. Vielen Dank. Es gibt da draußen ein paar wirklich gefährliche Leute. Ich mache mir Sorgen, wem er treffen könnte. Vielen, vielen Dank. Komm nachts zum Waisenhaus zurück und sprich mit Leo. Zwei Geheimnisse. Okay. Na gut. Na gut, das ging ja dann hier doch jetzt alles schneller wie gedacht. Und ja, dann haben wir jetzt nur noch ein paar Tage Zeit zum Quest erledigen. Versteck dich hier und wart auf Leo. Okay, was macht er wohl? Gut, niemand ist hier. Dann kann ich meinen täglichen. Leo, bist du das? Huch, warum bist du so spät noch auf? Was ist los? Ich kann nicht schlafen. Oh, das ist alles? Seufzt, nun gut, hier rumzulaufen hilft dir auch nicht beim Einschlafen, oder? Komm schon, ich bringe dich wieder ins Bett. Versuch ein bisschen zu schlafen. Na gut. Puh, das war knapp. Gut, dann kann ich jetzt in die Nordsteppe gehen. Okay. Was will er denn da? Folge Leo in die Nordsteppe. Na gut. Ich bin mal gespannt, was er dort macht. Eingang. Merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Es wird dann aber hier auch schon wieder ziemlich spät für uns. Zum Glück müssen wir jetzt erstmal nichts weiter erledigen auf dem Feld oder so. So, wo ist er? Boah, da ganz hinten. Müssen wir jetzt noch ordentlich weit laufen. Zack. Ich gehe auch wieder hier rauf. So. Nicht damit. Naturfaser, wenn wir jetzt eh schon hier sind, dann können wir ja noch. Warum ist das hier Bombe? Ja, Zerstörungslevel 2, ne? Ja. Okay, schade. Gut. Haben wir das hier auch noch alles eingesammelt. Wenn wir eh schon hier sind. So, und wo ist er? Da hinten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da müssen wir echt noch ein Stück weit laufen. So. So, ich hoffe mal, ich habe die Zeit hier die ganzen Kämpfe zu machen. So. Da laufen wir jetzt mal gekonnt dran vorbei. Und dann ist da oben. Okay, das ist voll schade eigentlich. So, na gut, wir hätten es halt auch hier hin porten können. Aber gut. Ach komm, jetzt geht mir nicht weg. Danke. So, was will er denn hier? Ah, weg! Normalerweise laufen hier nie Monster herum, also warum ausgerechnet heute? Oh, du bist. Ich kümmere mich um das Monster. Okay, sei vorsichtig. Gut, dann wollen wir mal. Gott, oh Gott. Da haben wir jetzt aber gerade ein bisschen Schein kassiert. So. Okay, da ist eine Höhle und da drin ist irgendwas, was er verpflegt. Weil so ein Tier oder sowas. Kann ich mir jetzt vorstellen. Gib dich zu küssen. Achso. Ach ja. Nur Ärger hier in dieser Welt mit den kleinen Kindern. Hast du dich verletzt? Nein, alles in Ordnung, danke.
Ich habe dich doch schon mal am Waisenhaus gesehen. Du reist viel herum, nicht wahr? Was hast du hier draußen gemacht? Bist du mir gefolgt? Bin ich. Eine Lehrerin? Du erklärst Leo alles. Ach so, sie hat sich Sorgen um mich gemacht. Allerdings habe ich es auch geheim gehalten. Ich kann ihr wohl keine Vorwürfe machen. Und dank ihr konntest du mich heute retten. Warum hast du so etwas Gefährliches? Naja, ich kann es dir genauso gut erzählen. Komm mit, wir müssen nur noch ein kleines Stück weitergehen. Oh, eine Truhe. Ach, Rucksack ist voll. Nein. Aber ich sollte eh noch was. Gut. Allergen Luftkugel. Okay. Oh, und ich habe ja, wo ich gerade sehe. Was können wir denn jetzt hier? Das hier freischalten? Mit 1000 Punkte. Ja, cool, machen wir. Und Schattenläufer. Können wir Auftragswechsel verkürzen. Ah, das ist natürlich auch super. Gut. So, was hat er hier? Wir sind da, deshalb habe ich das Waisenhaus verlassen. Oh. Mama, Papa, tut mir leid, dass ich so spät bin. Ein Monster hat mich aufgehalten. Ach Gott. Ja, es geht mir gut. Gott sei Dank kam mir jemand zu Hilfe. Ist das ein Grab? Die Kleinen haben sich heute wieder gestritten, also bin ich hin und her geschichtet. Die kleinen Frechdachse halten mich echt auf Trab, aber sie sind nicht umgezogen. Sie müssen nur lernen zu teilen. Jedenfalls habe ich dafür gesorgt, dass sie sich wieder vertragen. Also ist jetzt alles in Ordnung. Das muss das Grab deiner Eltern sein. Ja, genau. Sie sind allerdings nicht wirklich hier beerdigt. Ich habe nur beschlossen, dass ihr Grab sein soll. Es ist nichts von ihnen übrig, das hätte begraben werden können. Sie wurden restlos von einem... Ach du Gott. Also habe ich ihnen dieses Grab errichtet. Ich dachte, wenn ich sie schon nirgendwo besuchen kann, schaffe ich mir selbst einen Ort zum Trauern. Aber wieso hältst du das geheim? Ich verstehe, warum du das fragst. Im Waisenhaus bin ich sowas wie ein großer Bruder. Die Kleinen sehen zu mir auf und alle respektieren mich. Wie könnte ich also irgendjemandem sagen, dass ich eigentlich so unglaublich einsam bin? Ich vermisse meine Eltern so sehr. Sie dürfen weder wissen, wie traurig und einsam ihr großer Bruder ist, noch dass ich jede Nacht ihr Grab besuche. Muss das aber nicht verheimlichen. Ja, ja. Danke, aber bitte versucht nicht, mich aufzuheitern. Sonst schäme ich mich nur noch mehr. Bitte sag es niemandem im Waisenhaus. Nicht einmal der Lehrerin, die dich hergeschickt hat. Erfinde einfach etwas, das du ihr nicht sagen musst. Versprochen? Hehe. Gut, dann muss ich jetzt zurück zum Waisenhaus. Wenn ich zu lange fortbleibe, merken sie noch, dass ich weg bin. Oh, das ist jetzt natürlich, also klar, ich würde jetzt eher ungern ihn verpetzen, aber nachher rennt er hier noch hin und dann passiert ihm was. Oh Gott, das wird jetzt aber echt knapp, ne? Hier mehr Seite. 11 Uhr nachts. Oh Gott, oh Gott. Hey, wir haben noch eine Rückholglocke. Damit sind wir ganz, ganz schnell im Haus. Oh Gott. Oh Gott, das wird eng. Uff, Gott. Aber ganz, ganz schnell hier zum Waisenhaus jetzt. Da. Danke nochmal, dass du mich vorhin gerettet hast. Ohne dich hätte das wirklich schlimm enden können. Vergiss nicht, was du versprochen hast, ja? Hallo, Käffchen, was treibst du hier zu dieser Uhrzeit?
Es ist in Ordnung, wenn du nichts sagen möchtest. Ich kenne die ganze Geschichte ohnehin schon. Du hast mit Leo ein Grab besucht, nicht wahr? Woher weißt du das? In Wahrheit wissen alle Lehrer hier über Leo Bescheid. Dieses Mal hast du ihn gerettet, aber normalerweise beschützen wir ihn alle abwechselnd, wenn er hinausgeht. Die Lehrerin, die dich gebeten hat, ihm zu folgen, ist neu hier, deswegen wusste sie noch nichts. Wir hätten es ihr früher sagen sollen. Oh, also wusstet ihr es alle. Ich fühle mich schlecht, weil wir nicht ganz ehrlich zu ihm sind. Aber ihn dazu zu zwingen, zu reden, könnte ihm mehr schaden als alles andere. Er ist immerhin noch ein Kind. Also, bitte sag ihm nicht, dass wir davon wissen. Danke, Käffchen. Na gut, zumindest passen sie dann auf ihn auf. Letzten Endes ist es unsere Aufgabe, auf dieses Kind aufzupassen. Also wollen wir es vor Leo geheim halten, bis er bereit ist, uns selbst davon zu erzählen. Aber es ist so spät, du sollst nach Hause gehen. Ja, es ist wirklich sehr spät. Na gut. Zwei Geheimnisse abgeschlossen. Belohnung 2000 Griller, Anleitung, Tasse Tee und vor. Oh, okay, das hat sich jetzt doch nochmal richtig gelohnt. Und wir müssen jetzt auch unbedingt Hühnerfutter da nächsten Tag kaufen. Davon haben wir nämlich jetzt nicht mehr viel. Ich glaube, dann jetzt nur noch eine Ration. So, gehen wir hier noch ganz schnell an die Truhe ran und werfen hier das ganze Zeug rein. So. Alles rein hier. Den schmeißen wir morgen rein. So, das wäre auch alles rein. Die Karotten, würde ich sagen, pflanzen wir morgen noch an. Gut. Und jetzt ab ins Bettchen. Schlafen. Käffchen, wach auf, Käffchen. Oh, sieh schon wieder. Oh, hallo, du bist es wieder. Hallo auch. Sieht aus, als hättest du wieder den Stein berührt. Hat sich dein Eindruck denn verändert? Ich habe keine Ahnung, nein. Wie dem auch sei, die Welt besteht aus dem, was man wahrnimmt. Sie ist immer da und tanzt wie ein Schattenspiel in deinem Verstand. Aber genug davon. Wie ich sehe, hat dir dein Geschenk gefallen, das ich dir gegeben habe. Ich habe ein neues für dich. Bitte nutze es klug. Okay, was für ein Geschenk. Okay, schon mal Level 24. Und natürlich auch wieder kein Geld verdient. Na gut.